Du stehst hier vor dem Bocheler Rathaus. Warum? Warum? Weil ich gegen den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan bin. Denn es hat sich doch jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass Krieg keine Lösung ist. Und es ist ein Krieg, der in Afghanistan entbrannt ist. Es werden immer mehr Opfer zu Grabe getragen, auch deutsche Soldaten. Und wir sagen, mit dem Geld, was wir da an militärischen Ausgaben haben, könnten wir lieber zivile Dinge für die Bevölkerung einrichten, seien es Schulen, seien es die, und überhaupt die Demokratie dort stärken, damit diese ganzen kriegerischen Handlungen einmal ein Ende haben. Vor allen Dingen setzen wir als Partei auf Versöhnung, Versöhnung zwischen den Völkern innerhalb von Afghanistan, und wir setzen nicht auf Krieg, und wir sagen, Krieg ist der falsche Weg, um dort endlich Frieden zu bekommen. Jetzt am Freitag wird der Bundestag wieder darüber beraten. Was soll im Bundestag genau geschehen? Im Bundestag wird darüber beraten, ob der Einsatz der deutschen Soldaten in Afghanistan verlängert werden soll. Und wir, die Linke, sind als einzige Partei dagegen. Die anderen im Parlament vertretenen Parteien sind alle dafür, den Einsatz wieder zu verlängern. Und wir sagen ganz deutlich Nein, raus aus Afghanistan.